jedes Gesicht ist so einzigartig und unterschiedlich. Und jedes einzigartig und unterschiedliche Gesicht darf auch eine einzigartig und unterschiedliche Brillenfassung tragen. In der Brille kann ich ein Gesicht positiv und auch negativ modellieren. Ich kann schöne Dinge hervorheben. Ich kann Augen strahlen lassen. Das ist unsere Passion. Ich entwerfe jedem Kunden die Brille maßgefertigt ins Foto. Danach wird die dann gefertigt in Büffelhorn, in Holz oder in der Kombination, ganz nach Wunsch. Unsere Brillen lassen wir von den Oberurseler Werkstätten bauen. Das ist für uns so das erste soziale Projekt, was wir machen. Man sieht, mit welchem Spaß und welcher Freude die an dem Material arbeiten. Und sie machen eine tolle handwerkliche Arbeit. Ich habe dann auch so ein Herzensanliegen. Und das ist eigentlich ein soziales Projekt, denn ich möchte was für geistig behinderte Kinder tun. Man kann gerade in diesem Sektor unwahrscheinlich viel tun, was weder Krankenkassen noch sonst wer irgendwie fördert. Und da ist ein Riesenbedarf da. Und ich denke, mit dem, was ich tue, habe ich durchaus die Möglichkeit, dafür auch Kapital zu sammeln und zu erarbeiten und ihnen Möglichkeiten zu geben, die sie ansonsten vielleicht nicht hätten. Dafür brauche ich Platz zum Wachsen. Die Fläche haben wir, wir müssen sie jetzt ausbauen und dafür brauchen wir im ersten Schritt Kapital. Im zweiten Schritt soll dann noch ein Laden in Hamburg oder Berlin als nächstes dazukommen und die Gewinne, die dann aus diesen Läden, die noch dazukommen, entstehen, die sollen in eine Stiftung fließen, die geistig behinderte Kinder fördert. Das hat bei mir einfach auch einen familiären Hintergrund und dazu brauche ich jetzt im ersten Schritt die Unterstützung über Crowdfunding. Einfach jemand, der sagt, okay, ist ein tolles Produkt, ist eine gute Idee, man kann was tun, der ist herzlich willkommen, mitzuhelfen.